hallo, herzlich willkommen zur ersten Live-Session in unserem MOOC Wissensmanagement, der sogenannten Willkommens-Session, wo es noch nicht um echte Inhalte geht, sondern eher um Organisatorisches und Hintergründe zum MOOC. Dirk und ich zeichnen diese Session auf. Bei der eigentlichen Live-Session heute Vormittag gab es nämlich technische Probleme mit der Aufzeichnung, sodass wir jetzt die Aufzeichnung gewissermaßen nachstellen, also nicht erstaunt sein, wenn es keine Teilnehmerfragen oder Ähnliches gibt. Wir versuchen in dieser kleinen Nachstellung die wichtigsten Punkte nochmal zu erwähnen, die wir auch heute Morgen mit den Teilnehmern besprochen haben. Ja, kurze Vorstellung der Koordinatoren und Mitstreiter. Ich bin Gabriele Vollmer, eine der MOOC-Koordinatorinnen. Dirk und ich machen diesen MOOC jetzt zum dritten Mal. Der erste war in 2015. Ich bin selbstständig als Beraterin zum Thema Wissensmanagement, beschäftige mich seit Ende der 90er Jahre mit dem Thema. Wer mehr zu mir wissen möchte im Sinne jetzt der Kürze dieses Videos, einfach einen Blick auf meine Website werfen, www.wissen-kommunizieren.de, und damit übergebe ich ganz schnell an Dirk. Ja, genau, ich bin Dirk, ich bin der zweite Koordinator und Moderator vom Wissensmanagement MOOC, und wer was zu uns wissen möchte, das findet man über die Links und Informationsquellen unter Kontakt im Kursbuch. So, Gabriele, würde ich wieder an dich übergeben, um kurz die Agenda vorzustellen. Genau, ja, wir gucken einmal rein in diesen virtuellen Raum, in dem wir beide uns jetzt befinden und ihr hoffentlich bald auch bei den nächsten Live-Sessions. Also Zoom-In ist das Tool, das wir dank der Gesellschaft für Wissensmanagement, ganz herzlichen Dank dafür, für unsere Live-Sessions nutzen werden. Da möchten wir euch ganz kurz so ein paar der Hauptfunktionalitäten zeigen, damit ihr euch dann bei den Live-Sessions wohlfühlt in diesem Raum. Wir schauen dann kurz auf das Curriculum für den MOOC, einmal inhaltlich, einmal auch organisatorisch. Gucken dann, welche Möglichkeiten der Interaktion gibt es als Teilnehmer. Informieren ganz kurz über die Möglichkeit eines Teilnahmezertifikats und schauen dann tatsächlich schon mal konkret auf die jetzt anstehenden Inhalte in Modul 1, sprich also die nächsten 3 Wochen. Und damit spiele ich den Ball zurück an Dirk, der, denke ich mal, kurz erklärt, wie das in den Live-Sessions in Zoom-In so ablaufen wird. Für die Live-Session selber, das habt ihr ja heute schon gemerkt, sonst hättet ihr das, den Login gar nicht gefunden, bekommt ihr den Link zugesandt. Die Hauptfunktionalitäten sind eben das Bildschirm freigeben der Präsentation, was wir jetzt hier gemacht haben. Und ihr habt die Chat-Funktion, die ihr entweder oben oder unten am Bildschirm ein- und ausschalten könnt. Wir werden ja für die Live-Sessions immer eine Expertin, einen Experten da haben, die einen Input aus der Praxis liefern. Dirk und ich oder Dirk oder ich werden diese Sessions moderieren. Wenn ihr als Teilnehmer Fragen habt, bitten wir euch, diese Fragen nicht direkt über das Mikrofon zu stellen, sondern in den Chat zu tippen, einfach um jetzt nicht zu viel Unruhe reinzubringen und auch den Referenten erstmal seinen Input vielleicht so in der Dramaturgie liefern zu lassen. Dirk und ich beobachten den Chat, und wenn dort eine Frage ist, die jetzt tatsächlich wichtig ist zu beantworten, weil vielleicht tatsächlich ein akutes Verständnisproblem da ist oder weil die Frage einfach gerade jetzt in dem Moment extrem gut passt, dann werden wir den Referenten auch unterbrechen und euch in Prinzip das Wort erteilen, sodass ihr eure Frage stellen könnt. Eigentlich ist es aber so gedacht, dass ihr eure Fragen in den Chat schreibt und wir am Ende des Vortrags dann wirklich eine Frage- und Diskussionsrunde machen und dann eben die Fragen aus dem Chat und weitere Fragen in dieser Runde durchgehen. Wir sind jetzt gewechselt zu dem Fenster direkt zum Login in die Moin-Plattform, und ich möchte noch mal kurz vorstellen, wie der reine Arbeitsablauf stattfinden soll oder von uns wenigstens gedacht ist, ob ihr euch Standard dran haltet oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber es geht darum, wie haben wir uns jetzt das gedacht, wie man schnell zu den Inhalten jeder Woche kommt. Wenn ihr euch in der Moin-Plattform, also beim On-Campus WMOOC anmeldet, solltet ihr auf der ersten Seite starten, das ist die Organisation hier oben mit dem Bilderkarussell, wo die Hauptmodule enthalten sind. Und dabei in dieser ersten Lektion starten, das ist quasi die Startseite. Da wird der WMOOC vorgestellt, aber das Wichtige für euch in der täglichen Arbeit ist, dass ihr unten alle 4 Module des MOOCs
erwähnt sind, inklusive der Wochen und der Termine und der Inhalte für die entsprechenden Wochen. Wenn ihr jetzt also in dem zweiten Modul in der ersten Woche lernt, also vom 4. bis zum 10. November, dann braucht ihr nur auf dieser ersten Seite nach dem Login zum zweiten Modul zu scrollen und die Woche anzuklicken und landet automatisch in dem zweiten Modul, was Wissensmanagement einführen heißt, und dort in der ersten Woche. Und seitdem zufolge dann direkt bei den Inhalten, die ihr die Woche bearbeiten sollt, bei den Informationen zur Live-Session und zu den Arbeitsaufgaben unten. Ich gehe jetzt erst nochmal wieder zur ersten Woche zurück. Dazu kann ich jetzt auch dieses Bilderkarussell hier oben verwenden und komme zum Modul 1, Grundlagentheorie, und lande dann hier in der ersten Woche dafür. Hier sieht man jetzt sehr schön, wie die Seite aufgebaut ist, standardmäßig für jede Woche. Wir haben zuerst die Informationen zur Live-Session, die heute um 11 Uhr stattgefunden hat. Wir sehen die Zugangsdaten, also den Link, auf den man bloß draufklicken muss im Idealfall und dann Mitglied der Live-Session ist. Oder man kann per Telefon dran teilnehmen, dann sieht man die Bilder natürlich nicht, dann nimmt man diese Telefonnummer und gibt dann entsprechend die Meetings-ID ein. Das ist die zweite Information, die wir immer bei den Wochen haben, ist das Ziel der Woche und die Leitthemen, also die Lernziele der Woche. Und dann darunter die direkte Verlinkung zu den Inhalten. Das sind auch hier eine kurze Zusammenfassung der Inhalte und der Link direkt auf die Informationen zu unserem Kursbuch. Das Kursbuch ist also das, was unter businessmanagement.openacademy.com zur Verfügung steht. Das zeige ich nachher gleich nochmal. Und damit kommt man also direkt zu den Lerninhalten, die diese Woche empfohlen sind, die man bearbeiten sollte. Und anschließend an die Lerninhalte kommen dann die Arbeitsaufgaben der entsprechenden Woche. Das ist in diesem Fall, sieht man sehr schön, die Wissensmanagement-Definition und die freiwillige Aufgabe hier in der ersten Woche sind die Aufgaben zur ISO 9001. Zu den Wochenaufgaben kommt man auch, indem man einfach diese entsprechende Aufgabe anklickt und dann landet man im entsprechenden Forum in der neuen Plattform. Das ist hier oben, diese beiden Buttons in der Hauptnavigation. Das heißt, wir kommen von den Inhalten, das war hier oben das Bilderkarussell, das ist hier ganz links. Und wir sind jetzt mit dem Link direkt in das Aufgabenforum gesprochen, Business Management Definition, wo ihr euren Beitrag dann und eure Gedanken zur Definition des Business Management darlegen könnt. Ihr könnt allerdings auch auf Beiträge von anderen antworten und dazu diskutieren. Das ist weitgehend euch überlassen. Was ich zeigen möchte, ist dieser Link hier oben, den haben wir bei den Wochenaufgaben immer mit drin. Das heißt, hier geht es zurück zum Wochenthema. Ihr müsst also nicht zurück navigieren über die Hauptnavigation hier oben, bis ihr zur Woche 1 oder zur Woche N kommt, wo ihr gerade arbeitet, sondern ihr könnt direkt auf diesen Link klicken und seid damit wieder in diesem Fall in der Woche 1 im ersten Modul, also in unserer Woche. Und könnt dann mit anderen Inhalten weitermachen oder mit der nächsten Aufgabe weitermachen. Möchtest du noch was dazu ergänzen, erstmal, Gabriele? Vielleicht noch ganz kurz. Dirk hatte es ja schon angesprochen, diese Aufgabe zur ISO 9001 ist eine optionale, eine freiwillige Aufgabe. Wir haben bei den Inhalten auch optionale Inhalte, die sind immer entsprechend gekennzeichnet. Das heißt, wenn ihr euch wirklich auf den reinen MOOC konzentrieren wollt, wo wir ja auch in der Beschreibung sagen, dass ihr so mit 2 bis 3 Wochenstunden rechnen solltet, dann könnt ihr diese optionalen Aufgaben gerne auch vernachlässigen. Wenn ihr an einem Thema Interesse habt oder Zeit und Lust habt, tiefer einzusteigen, dann sind natürlich auch diese optionalen Inhalte jederzeit für euch da und könnt ihr euch genauso auch in diese optionalen Arbeitsaufgaben in die Diskussion einbringen. Das ist das eine. Das andere, ihr habt im Forum gesehen, das sah schon recht gut befüllt aus. Da sind ja auch schon einige Beiträge jetzt aus diesem Jahr. Wir haben aber bewusst auch alle Beiträge aus den vorangegangenen MOOCs dort stehen lassen, weil das ja durchaus inspirierend ist und interessant sein kann, auch Diskussionen aus den vorangegangenen MOOCs vielleicht als Anregung mal durchzublättern.
Also von daher nicht wundern, dass die Foren teilweise schon recht voll sind. Lasst euch da aber auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Also es ist ja jetzt keineswegs die Erwartung, dass ihr dann alle Forenbeiträge erstmal durchlest, bevor ihr euren eigenen platziert. Sondern das ist einfach, wenn ihr Lust habt, ein bisschen zu stöbern, wunderbar. Wenn nicht, dann schreibt einfach euren Beitrag und steigt damit ein in die Diskussion. Ja, genau, die gleiche Philosophie, euch also praktisch die Inhalte der vorangegangenen MOOCs immer mit zur Verfügung zu stellen, findet ihr auch, wenn ihr mal voranblättern solltet zu einer weiteren Lektion oder mal zu einem weiteren Modul, dann fällt zum Beispiel auf, dass dort, wo jetzt eben die Termine für die Live-Session standen, schon jetzt eine Aufzeichnung von der Live-Session eingebunden ist und das ist die entsprechende vom letzten MOOC. Das heißt, dort, wo jetzt die Termine noch stehen für die Live-Session, findet ihr auch in den nächsten Tagen zum Beispiel die Aufzeichnung auch dieser Einführungssession und später auch von den anderen Live-Sessions. Und die, die jetzt in Zukunft jetzt noch im Vorhinein drinstehen, die werden dann durch die Termine entsprechend ersetzt, die alte Live-Session nach unten verschoben. Und hier an dem Platz findet sich dann auch immer die Aufzeichnung eurer jeweiligen Live-Session. Also 1, 2, 3 Tage später, nachdem sie stattgefunden hat, wenn wir es leicht bearbeitet haben. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Live-Sessions. Also es gibt keinen festen Termin für diese Live-Sessions. Wir haben ja tatsächlich die Referentinnen und Referenten aus der Praxis. Das heißt, wir müssen uns stark auch nach deren Terminkalender richten. Sprich, die Live-Sessions sind an unterschiedlichen Tagen, auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Wir werden das immer in dieser Wochenmail rechtzeitig verschicken und auch hier auf der Plattform rechtzeitig ankündigen, sobald die Termine feststehen. Wenn ihr bei einem Termin nicht dabei sein könnt. Es gibt von allen Terminen diese Videoaufzeichnungen, also ihr könnt die Live-Sessions immer nachholen. Nichtsdestotrotz empfehlen wir sehr, die Möglichkeit zu nutzen, eben live dabei zu sein, weil ihr dann ja auch Gelegenheit habt, die Expertin oder den Experten direkt zu befragen und vielleicht in eine ganz interessante Diskussion auch einzusteigen. Was man vielleicht noch ergänzen sollte, es macht natürlich Sinn, bei der Live-Session dabei zu sein. Wir hatten in den vergangenen 2 Jahren, das ist zum Beispiel auch bei einem Termin, da hat das mal mit der Aufzeichnung nicht so richtig funktioniert. Und wir hatten auch einen Termin, wo das Unternehmen dann im Nachhinein von dem Experten noch gesagt hat, wir wären mit der Veröffentlichung doch nicht ganz so zufrieden gewesen, sodass es also nicht hundertprozentig sicher ist, dass ihr die Live-Session aufgezeichnet seht, sondern plus 95% sicher. Wenn ihr ganz sicher seid, schaut es euch live an, dann kann nichts mehr schiefgehen. Jetzt wollte ich noch einen Hinweis geben zum Kursbuch. Wenn wir jetzt also hier von den empfohlenen Inhalten der Woche entsprechend wechselt, also direkt den Link verwendet, landet man direkt bei uns in dem Kursbuch drin, bei den entsprechenden Dateninformationen und Wissen dafür. Dort sind dann auch die entsprechenden Videos oder Podcasts oder Grafiken eingebunden, sodass man dort direkt das weiterlernen kann. Und dieses Kursbuch sind diese freien Lerninhalte. Das heißt, wir haben alle Informationen, die dort in dem Kursbuch liegen, unter dieser Lizenz CC-BY frei zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr könnt die verwenden, ihr könnt die ändern, ihr könnt die kopieren. Und es wäre natürlich, und ihr solltet aber dann die Quelle wenigstens den Autor mit angeben. Das bedeutet es bei dabei. Aber auf jeden Fall könnt ihr das frei auch kommerziell nutzen und müsst auch nicht entscheiden, ist es nun nicht kommerziell oder kommerziell, also auch die kommerzielle Nutzung ist erlaubt. Warum ich auch hierher gewechselt bin, ist der Punkt, dass wir jetzt neu auf dieser Seite die Newsletter-Anmeldung haben. Das ist hier drüben links der entsprechende Punkt. Der ist notwendig geworden, da wir in diesem Jahr erstmalig die Wochenmail nicht mehr über uns, über eure Anmeldung im Moin versenden können, sondern aus Datenschutzgründen jetzt eine eigene Sammlung von euren E-Mail-Adressen brauchen, um euch die Wochenmail zuzusenden. Bisherigen Jahre haben wir das so gemacht, wir haben aus der Moin-Plattform eure E-Mail-Adressen bekommen und konnten damit den wöchentlichen Newsletter mit den Themen, die in der nächsten Woche drankommen, mit den Informationen zur Live-Session und so weiter euch zusenden. Und das geht nicht mehr. Wir können das nur noch mit der Moin-Benachrichtigung schicken. Und dort sind diese Nachrichten mit in dieser täglichen Informationsmail enthalten, die also relativ häufig kommt und die deswegen leicht überlesen wird, auch unsere Informationen aus der Wochenmail.
Und deswegen denken wir, es ist vom ganzen Ablauf günstig, wenn möglichst viele von euch sich hier für den Kursbuch im Newsletter anmelden, was uns es dann ermöglicht, tatsächlich euch alle zu erreichen mit einer gezielten Mail, einer Mail pro Woche, da in der drin steht, wann ist die Live-Session-Termin, wo ist der Link dahin, was sind die Inhalte dieser Woche, was sind die Aufgaben dieser Woche. Und ihr habt auch die Links dort direkt schon drin, sodass ihr ganz gezielt mit dieser Mail erinnert werdet und dann auch ganz gezielt die Inhalte abarbeiten könnt. Ja, und keine Angst, Newsletter klingt immer so furchtbar werblich. Das ist die Info, die wöchentliche Infomail aus dem MOOC. Also ihr werdet jetzt tatsächlich da keine sonstige Werbung oder Ähnliches von uns enthalten, sondern genau die Informationen, die über die Plattform auch zur Verfügung gestellt werden, wie Dirk schon sagte. Wir haben ja als Form der Interaktion natürlich diese Diskussionsforen, die immer an eine Arbeitsaufgabe, eine Lernaufgabe gekoppelt sind. Wir haben aber auch hier im Prinzip ja eine Form der Interaktion. Wir aktualisieren dieses Kursbuch ständig. Also wir haben zum Beispiel ganz neu jetzt das Thema ISO 30401, also die internationale Norm zu Wissensmanagement, die erst im Oktober letzten Jahres überhaupt veröffentlicht wurde, schon mit drin. Und das Beispiel mit der Wissensmanagement-Definition ist ein schönes Beispiel, weil tatsächlich aus dem Vorgänger-MOOC eine Teilnehmerin eine so schöne Wissensmanagement-Definition für sich gefunden hatte, gleich jetzt hier in der ersten Woche ist das ja die Arbeitsaufgabe, dass wir die Definition tatsächlich in das Kursbuch mit übernommen haben. Also natürlich nach Rücksprache und auch unter Namensnennung von der Ulrike Helf. Da sieht man es ganz schön. Das heißt, Interaktion, ihr könnt auch an diesem Kursbuch mitwirken. Ihr könnt Dirk oder mich kontaktieren per E-Mail, wenn euch in dem Kursbuch was fehlt, wenn ihr einen Inhalt veraltet findet, wenn euch ein Werkzeug fehlt, was euch interessiert. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn ihr nicht nur sagt, was euch fehlt, sondern wenn ihr vielleicht gleich anbietet, ich könnte das liefern. Und dann werdet ihr natürlich als Mitmacher, als Mitautoren dieses Kursbuches auch benannt. Voraussetzung ein bisschen, Dirk hat es ja schon erwähnt, die Creative Commons Lizenz, also dass das unter freier Lizenz veröffentlicht wird. Wir möchten gerne, dass all unsere Inhalte hier frei weiterverwendet werden können, mit einer kleinen Einschränkung, dort wo wir teilweise auf Videos verlinken oder Ähnliches, die nicht von uns sind, greifen natürlich die Lizenzrechte, die halt dann auf dem jeweiligen originalen Inhalt liegen. Aber das meiste, also wir achten darauf, dass auch Fremdinhalte eher unter freier Lizenz verfügbar sind. Und alles, was von uns ist, ist definitiv unter freier Lizenz verfügbar. So, was haben wir? Genau, wollte gerade sagen, zurück zur Agenda. Ich glaube, organisatorische Hinweise, Möglichkeiten der Interaktion, haben wir soweit alles gesagt, was wichtig ist. Ja, magst du was sagen zum Thema Teilnahmebescheinigung, Teilnahmezertifikat? Wir haben also quasi drei Möglichkeiten der aktiven Teilnahme und hier auch entsprechenden Abschluss zu bekommen. Der einfachste ist die Bestätigung, also einfach eine Teilnahmebescheinigung, dass ihr am MOOC teilgenommen habt. Die bekommt ihr schriftlich und elektronisch, wenn ihr in allen vier Modulen den Badge erreicht habt, den elektronischen. Den vergibt die Moin-Plattform automatisch. Und der wird auch automatisch dann erzeugt, so haben wir es eingestellt, wenn ihr bei allen Wochenaufgaben die Pflicht sind, also wenn ihr dort mindestens einen Beitrag dazu beigeliefert habt. Wir gehen davon aus, dass ihr das nicht ausnutzt, sondern wirklich euch Gedanken macht und dort den inhaltlichen sinnvollen Beitrag reinbringt. Das kann ein eigener Beitrag sein, das kann auch ein entsprechender qualifizierter Kommentar bei einem Beitrag von jemand anders sein. Wenn ihr das in jeder der MOOC-Wochen eines Moduls gemacht habt, bekommt ihr das Badge des jeweiligen Moduls. Und wir würden bei der Teilnahmebescheinigung nur nachschauen, ob ihr diese vier Badges der vier Module erreicht habt und dann bekommt ihr die. Die Bescheinigung würde 30 Euro kosten und unterstützt uns bei der Umsetzung des MOOCs. Was es noch gibt, ist eine wirklich qualifizierte Prüfung über die Inhalte. Das ist eine Videoprüfung von circa einer halben Stunde. Gabriele kann das immer so schön erzählen, wie wir die Prüfung durchführen. Möchtest du da zwei, drei Worte dazu sagen?
Ja, also das ist jetzt keine Abfrage von Theorie, sondern uns geht es darum, ein bisschen mit euch rauszufinden, wie ihr das Thema Wissensmanagement für euch verstanden habt, wie ihr das anwendet auf euren ganz konkreten Kontext. Also das ist eher ein Gespräch unter dann Experten von einer halben Stunde, einfach für uns, um zu schauen, habt ihr denn die Inhalte des MOOCs tatsächlich auch, ja, ja, bearbeitet, habt ihr ein Verständnis, ein Grundverständnis dieses Themas erworben. Also es ist jetzt nichts, worauf ihr euch aufwendig vorbereiten müsst. Ich denke, wenn ihr den MOOC einigermaßen verfolgt, dann ist es kein Problem, diese harte Prüfung am Ende zu überstehen. Am Ende von dieser mündlichen Prüfung gibt es dann direkt das Zertifikat zum Wissensmanagement Professional von uns, von der Open Academy. Und damit erhalten wir ja nicht bloß das Zertifikat, sondern das sind für uns natürlich die Möglichkeiten, diesen kostenfreien MOOC auch zu kleinen Teilen gegenzufinanzieren. So, ja, dann gucken wir vielleicht zum Abschluss noch auf das aktuelle Modul. Also was steht jetzt tatsächlich in den nächsten 3 Wochen an? Ihr habt ja eventuell schon gestartet mit der ersten Woche, in der es hauptsächlich so ein bisschen um die Motivation für Wissensmanagement geht und um die ganz grundlegenden Definitionen. Was ist Wissen? Was ist Information? Was ist Wissensmanagement? Machen weiter dann in der nächsten Woche so ein bisschen mit dem Blick zurück. Wie hat sich das Thema überhaupt entwickelt in den letzten Jahren? Wie hängt es auch mit anderen Themen zusammen? Und gucken in der 3. Woche auf ein paar der bekanntesten, der verbreitetsten Wissensmanagement-Modelle. Live-Sessions vielleicht als kleiner Vorgucker. Wir haben in der nächsten Woche, und zwar am 14. Oktober, 11 Uhr, den Stefan Zillig. Stefan ist seit langen Jahren selbstständig als sogenannter Information Professional, also als professioneller Rechercheur, Datenaufbereiter, Informationsaufbereiter für große Unternehmen, hauptsächlich auch im Finanzsektor. Er wird uns reichlich Tipps und Tricks an die Hand geben, wie eben professionelle Informationsrecherche, professionelles Informationsmanagement funktioniert. Und dann haben wir in der 3. und schon letzten Woche dieses Moduls die Dr. Angelika Mittelmann, die vielleicht einige kennen, eines der Standardwerke im Deutschen. Der Werkzeugkasten Wissensmanagement ist von Angelika. Sie hat den komplett überarbeitet und jetzt vor ein paar Wochen neu herausgebracht unter dem Titel Wissensmanagement wird digital, hat also ihren eigenen Werkzeugkasten auf den Prüfstein der Digitalisierung gestellt und wird uns am 24. Oktober um 14 Uhr erzählen, was aus ihrer Sicht, also sie war lange, lange Jahre Wissensmanagerin in einem Unternehmen, hat auch die Auszeichnung Wissensmanagerin des Jahres gewonnen, was aus ihrer Sicht in Sachen Digitalisierung, wie da Wissensmanagement eine Rolle spielen kann, wie sich Wissensmanagement gegebenenfalls auch dieser Digitalisierung anpassen muss. Also das sind die 2 schon sehr spannenden Live-Sessions für die nächsten 2 Wochen in Modul 1. Wir haben ansonsten, vielleicht um ein bisschen Appetit zu machen, schon Zusagen von A1, dem österreichischen Mobilfunkanbieter, von der Robert Bosch GmbH, von der Otto Group, von der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement, von der Hugo Boss AG und anderen. Wie schon erwähnt, wir werden die Termine für die Live-Sessions immer rechtzeitig verschicken. Wunderbar, wenn ihr dabei sein könnt. Falls nicht, so 2-3 Tage normalerweise nach dem Termin stehen die Aufzeichnungen dann auch auf der Plattform zur Verfügung. Ja, so viel vielleicht jetzt mal als Vorgucker auf die anstehenden 3 Wochen in Modul 1. Ja, ich würde sagen, falls Fragen sind, meldet euch einfach bei Dirk und mir. Und ansonsten wünschen wir sehr viel Spaß ersten Modul und wir freuen uns auf ganz viele spannende Beiträge zu den Arbeitsaufgaben in den Diskussionsforen. Ein Thema wollte ich aber noch ergänzen. Es gibt in dem ersten Bild von dem Bilderkarussell Organisationen in dieser oder Lektion 3 nochmal eine Aufzeichnung dazu, also Hinweise zur Arbeit im Wissensmanagement. Wenn ihr euch also nicht alles merken konntet oder euch dieses Video jetzt zu lange war, wie was gedacht ist, dann hat man hier das kurze Erklärung nochmal der Abläufe und Prozesse als Video integriert. Und dann gibt es hier nochmal die Informationen zusammengefasst zu den Abschlüssen, zu den Zertifikaten und ganz zu den Badges. Und am Schluss dann auch, wie man sich zum Beispiel auch aus dem Kurs dann abmelden kann.
Zum Beispiel, wenn man da schon 2 Jahre jetzt mit dabei war und dachte, beim 3. Jahr möchte man das nicht und nochmal mitverfolgen, dann sind die Informationen auch unter diesem Link zu finden. Also das ist quasi die 3. Lektion im Bereich Organisation. Die wiederholt vieles, was wir heute in dem Video erklärt haben, kann man doch nochmal nachlesen. So, also vielen Dank für alle, die sich dieses Video anschauen. Und wir hoffen, ihr habt viel Freude und große Erfolge bei der Teilnahme in dem WMOOC.